Ja, herzlich willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play The Borderlands Pre-Sequel und suchen neue Freunde, die da schon wieder da sind. Oh, hier, rau auf dem... Haben wir das Problem auch geklärt hier mal mit euch, Jungs? Nachladen. Okay, da haben wir noch ein Koppelchen. Der führt immer so nach oben. Eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin? Ich würde doch eigentlich nach da. Warum gehe ich dann nicht nach da? Okay. Das ist doch eher was, wo ich hin will. Oh, Mondstein. Der liegt da einfach so rum. Nehmen wir mit. Eigentlich will ich hier hin. Hier haben wir ein Fahrzeug. Und zwar genau so ein Fahrzeug möchte ich haben. Respawn, teleportieren. Rein da. Unwahrscheinlich kommen wir jetzt. War ja klar. Kommen wir wohin, wo wir als erstes das Fahrzeug wieder abstellen müssen. Was für eine Überraschung. Naja, mich überrascht ja gar nichts. Wechseln wir auf die Sniper. Okay. Alte Dahlfabrik, nachladen. So, hier haben wir den Klumpentaune. Oh, Sniper noch aus der Luft ist noch nicht. Genau, komm mal her, Mann. Schön, dass du da oben rumfliegst, mein Freund. So, da haben wir noch den hier. Den werden wir die anderen hier. So, auch weg. Da landen die Freunde dann doch schon mal. Kommst hier hin, willst einfach nur ein bisschen alte Freunde begrüßen und schon hast du wieder Stresspotenzial hier. Ach, laden wir den mal nach. Hier sagen wir mal den Sauerstoff ein. So, und dann guck mal, wo es geknattert hat. Ah, da kommt ein Knatter her. So, oh, da haben wir was lilanes Fallen sehen. Na, das ist bestimmt runtergefallen bei unserem Glück. So, das lilane. Schön, dass du eine Granate wirst. Ah, da unten ist einfach ein blaues. Und zwar sieht das doch. Nehmen wir. Ein. So. Ich liebe es. So, dann klären wir die Sache auch mal hier endlich. Irgendwo muss da noch einer sein. Harch macht er ja schon. Mann, das ist super. Ja, finde ich auch. So, laden wir mal nach. Gehen wir kurz hier rein. Hier ist er kurzes Tag angesagt hier. Weil hier haben wir nicht so riesen Platz zum Agieren. Was haben wir da? Mod, abgeschnittene Pistolenwaffen. Gerade nehmen wir mal mit. Verhöhe können wir eh bloß. Weil wohl die brauchen, können wir das nicht. Ah, da haben wir schon wieder diese merkwürdigen Zeichen an der Wand hier. Die Frage ist, wo müssen wir denn wirklich jetzt hin? Da geht es immer nach oben. Nach oben ist ja prinzipiell immer ganz okay. Okay. Lohnt sich der Weg da rein? Nein. Ah ja, da sind wieder ein paar Freunde unterwegs. Okay. Natürlich Brüller gewesen, wenn wir den da oben in der Luft erwischen. Puh, cool. Dafür müssen wir öfters tun. Okay, über uns. Ah, da ist wieder einer. Momentan laufe ich, habe ich das Gefühl, ich laufe hier planlos rum. Ah, das kennen wir ja auch schon aus den anderen Teilen. Da gibt es ja dieses lustige Zeichen. Aber wir haben es irgendwie geschafft, in einem Spot alle zu finden. Irgendwie. Okay, mitnehmen. So. Wir machen folgendes: Wir werfen mal einen Blick auf die Map. Und sollten uns mehr nach da orientieren. Oh, da ist ja auch wieder
Eine lustige Vakuumblase, da sollten wir uns... Es ist Luftblase, nicht Vakuumblase. Genau das Gegenteil brauchen wir ja. Und hoffen wir nochmal auf diese Art und Weise zu dem lieben Dave näher kommen hier. Na, okay. Da ist auch ein Sprungpad. Wo das wohl hinführt, ja, das werden wir dann wohl auch rausfinden. Hier einmal. Oh, mal gucken, ob wir einsammeln können. Ja, nicht viel, ein bisschen Scharfschutzmunition. Nachladen vielleicht? Ne, nachladen ist, ne, brauchen wir nicht. No read funk. Food oder so, keine Ahnung. War schlecht zu lesen, war am Ende undeutlich geschrieben. Taschendiebhalle. Okay. Ich vermute, hier werden wir Dave finden jetzt. Boah, die Dinger, die die dort haben, sehen voll stark aus. Hey, Pickle, Fingers miss and scrap. Ich helfe gern, wenn der Preis stimmt. Alle klar. So, rede mit. Ja. Freut mich. Bla bla bla. Was liegt an? Spring sagt, du bist scharf auf Militär-KI. Aber ja. Heute ist dein Glückstag. Du kannst welche aus der Drakensberg klauen. Ich hab gehört, der Bootsmann und der Skipper, die Bosse dort, sammeln seltene und raffinierte Intelligenzen der künstlichen Art. Dummerweise kannst du aber nicht einfach da reinspazieren und nach einer KI fragen. Ach ja? Man wird sehen. Übermütig, was? Na gut. Das ist ein gerissenes Pärchen, aber vielleicht lassen sie dich ja einfach so an Bord. Ich gebe dir die direkteste Route auf dein Echo. Hatte okay. Selbst schon ein Auge auf das Wrack geworfen. Und wenn du dich dort umsiehst, könnte ich ein bisschen shoppen gehen. Alles klar. Oh, ein Echo. An dem Abend zog Mom ihre übliche Show ab. Sie schmiss ein Glas nach mir. Ich wollte es fangen. Ich fing mittlerweile fast alles, was sie nach mir warf. Aber es prallte ab und traf den Hund. Nicht wirklich fest, aber seine Augen wurden noch röter, die Lefzen noch blauer. Er bekam Schaum vor dem Mund und sprang mich an, grub seine Zähne in meine Kehle. Über mein Schreien hörte ich Dad wimmern, den Hund knurren und meine Mom lachen. Als Dad mich verarztet hatte, nahm ich eine Schaufel und habe dem Hund den Schädel eingeschlagen. Super. Sehr erfreuliche und lustige Geschichte. Outlands Spur. Ah ja. Okay. Da haben wir jetzt. So. Haben wir denn überhaupt Geld? Das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Okay, die Klassenmods können wir verkaufen, weil, setzt man eh nicht ein, gerade wenn man keine Pistolen einsetzt, macht das wenig Sinn. Und so viel haben wir eh noch nicht dabei. Ah, Markus Munition, das war dann der entscheidende Hinweis, wir bräuchten vielleicht ein bisschen Munition. Was für die Elektrowaffen? Nee, mit Sicherheit nicht. Oh, was müssen wir mal anstellen mit unserem Mondgestein eigentlich? Die Drakensberg ist ein tolles Wrack. Ex-Dahl-Fregatte, weißt du? Jede Wette, sie steckt voller Technologie, die ich kauen, klauen könnte. Der Bootsmann und der Skipper haben mich nie draufgelassen. Aber das wird sich jetzt ändern. Okay. So, Okay. Wenn wir mal ein bisschen wegsnipern, dass was geht. Und da mal für Übersicht schaffen. Okay, hier haben wir noch ein Sprungpad. Die Frage nur, wo müssen wir hin? Und welches Wrack meint der eigentlich? So richtig habe ich da noch nicht durchdrungen. Okay, laden wir mal nach hier. Hier sind wieder diese komischen Zeichnungen. Kann ja einer mal... Lustige Sache, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich fragen soll, ob mir einer die mal erklären kann, aber ich vermute, dann steckt da ein Spoiler dahinter und dann lassen wir das lieber mal. Okay. Wo müssen wir denn hin? Nach da müssen wir.
da hinten liegt sie. Okay. Und Hundis, genau. Okay. Er hat mal die Eishundis zerlegt, ja. Oh, und ein bisschen Geld gesammelt. Weiter in diese Richtung, würde ich sagen. Okay, Sprungpad. Okay, noch mehr Hundis. Ich glaube, besser war gegen die Viecher wahrscheinlich eher das hier, wa? Okay, hat sie erledigt bei denen? So, Sprungpad. So, seien wir mal hier. Okay, da kommt noch Riders an, ja. Super. Leicht fluffy aus dem Flug heraus. Ach, da hinten stehst du ja rum. Da oben steht auch noch einer rum. Wir laden aber erstmal in Ruhe nach. Ja, anvisieren, jetzt ist er weg, leider. Ach, da oben schießt jetzt auch wirklich einer. Einer weniger. Jedes Mal, wenn ich den anvisiert habe, hat er sich weggeduckt, ist auch. Kacke. Ah, da kommt wieder einer mal raus hier. So, auf einer weniger. Und da kommt Raketen. Oh. Auch weg. Ach du heilige Kacke. Das ist der beste Teil. Weiß ich noch, ob das der beste Teil ist, weil momentan kriegen wir gerade. Doch. Momentan ist es doch der beste Teil, ja. Uiuiui. Da fliegt ja die Scheiße um die Ohren, da ich hab. Kleines Ge- oh. Uiuiui. Also wenn ihr keiner mehr durchsieht, um was geht, geht mir genauso. Okay, einsammeln, was geht. Ah da, Sauerstoffgerät. Warum sagt mir das keiner? Eigentlich wollte ich ja nur da rein. So, und jetzt geht's hier lang rein. Drakensberg war mal ein Dahl-Kriegsschiff, ist aber vor dem großen Bersten abgestürzt, heißt es. Ah. Jetzt leben dort ein paar übel riechende Skaffs, angeführt vom Bootsmann und seiner Freundin, genannt der Skipper. Komischerweise weiß niemand, wie die aussieht. Jedenfalls... sieh zu, wie du da reinkommst. Und sag ruhig unterwegs Hallo zu den Einheimischen. Ja, habe ich gerade gemacht. Okay, wechseln wir auch den Freund hier. Komm rein, was heißt? Sind wir mal tot mit den Einheimischen hier? Also oben haben wir einfach den Einheimischen jetzt hier. Und da sind noch Einheimische. Also oben. Bitte mal noch da. So, jetzt nur da hinten. Auch weg. Kommst ja keinen Schritt weiter.
Na gut, lassen wir das Ganze mal. Das war's nämlich auch für heute. Ziehen wir mal sportlich zurück. Außer mal eh gleich tot. Ja, ich nehme noch mit hier. So. Also, das war's dann bei unserem Lutz Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Wir sind auf einem schicken Dahlschiff, da machen wir dann noch weiter. Alles für Pickles. Überqueren die Brücke zur Drakensburg. Na, das sollte ein hinter Problem sein. Machen wir beim nächsten Mal. Jetzt machen wir was anderes, und zwar die Endcard. Das hier ist die Endcard. Auf der Endcard eine Videoempfehlung. Und zwar zum aktuellen laufenden Let's Play parallel zu Borderlands. Und zwar Evoland 2. Genau, da sind wir unterwegs in Evolandia sozusagen. Reist ein bisschen durch die Zeit hin und her. Durchspielen verschiedene Spielmechaniken und dergleichen. Was das also mit auf sich hat, wie Street Fighter da reinpasst, das seht ihr nur, wenn ihr das anguckt. Let's Play Evoland 2. Sonst YouTube-Button, den drücken. Damit abonniert ihr den Kanal, werdet ein Teil der Gruppentherapie und verpasst keinen Therapietermin mehr und auch keine weiteren Videos mehr. Das ist doch cool. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Community weiter wächst. So, was haben wir noch Spannendes zu erzählen? Genau, Social Media Kram, Google Plus, Facebook und Twitter. Gerade Twitter und Facebook, da versuche ich die meisten Infos drüber zu laufen lassen. Und dergleichen. Links und URL dazu unten nochmal in der Videobeschreibung. Gleiches gilt auch für den Kommentarbereich. Der ist auch unter dem Video nämlich. Der kann gerne gefüllt werden. Ich bin immer gespannt, was ihr davon den ganzen haltet. Freue mich immer auf Feedback, Kritik und dergleichen. Da sind wir schon beim nächsten. Und zwar gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn nicht, ist auch okay. Denn ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.